Hallo und herzlich willkommen zu Platz 30 meiner Bottom 100 Filmliste. Nochmal kurz die Erklärung für alle, die sich frisch eingeschaltet haben, die noch nicht wissen, worum es geht. Vor 5 Jahren habe ich meine 100 Lieblingsfilme vorgestellt. Dieses Jahr sozusagen in meiner Filmsammlung die 100 Filme, die am Ende stehen würden, wenn ich die mal komplett durchplatzieren würde sozusagen. Das heißt also, 90% dieser Filme gefallen mir. Sie sind aber halt die, die ich am ehesten abgeben würde. Und ganz zum Schluss kommen tatsächlich auch ein paar, die Gründe werden dann schon erklärt, die ich eigentlich nicht wirklich gut finde, die ich aber trotzdem in meiner Sammlung habe. Okay, so. Heute mit Freitag der 13. Teil 7, Jason Takes Manhattan. Wer wieder genau hinschaut, sieht auch schon wieder ein Autogramm hier drauf. Wer auch immer damals Jason gespielt hat, er hat hier drauf unterschrieben. Ist das Kane Hodder? Es könnte tatsächlich sogar Kane Hodder sein. Mal gucken. Leider steht es hier nicht, wer hier den Jason damals gespielt hat. Ja, die Freitag der 13. Reihe ist ja, weiß ich nicht, für manche sicherlich strutzdämlich. Andere finden sie sau cool. Es ist ein klassischer 80er Jahre Splatter, Slasher, wie man es auch immer nennen möchte. Ne? Wobei der erste Film war ein richtig guter Thriller. Also wer Teil 1 tatsächlich nicht kennen sollte, kann ich echt nur empfehlen. Ich möchte meinen, ich hatte die damals auch, hatte Teil 1 damals auch in meiner Top 100 Liste. Wie gesagt, ein richtig guter Thriller, der nur Horrorelemente hat. Es war eigentlich kein Horrorfilm in dem Sinne, es war ein Thriller. Und ab dem zweiten Teil dann kommt Jason dazu, diese bekannte Rolle Jason Voorhees. Und ab da ist es dann wirklich nur noch Splatter, mal besser, mal schlechter, ja, und Jason Takes Manhattan ist halt so ein Teil, nun ja. Das Konzept war immer das gleiche, es gab halt dieses Sommercamp am Crystal Lake, am fiktiven Crystal Lake, also es gibt sicherlich einige Crystal Lakes in den USA, aber keiner davon ist es wirklich der. Und da geschah halt vor vielen Jahren mal ein Unglück, ein kleiner Junge ertrank, das war Jason und er kommt dann aus dem Reich der Toten zurück und rächt sich immer an den Campleitern oder also generell alle, die in so einem Sommercamp arbeiten, weil die halt, sind ja meistens dann Jugendliche, die aber halt nur Sex und Drogen im Kopf haben, das war eigentlich diese große Botschaft, wenn man so möchte, ne, dass man eben nicht zu Drogen greifen soll, dass man eben keinen vorehelichen Sex haben soll. Und alle, die das halt nicht befolgen, die werden eben abgeschlachtet. Es werden eigentlich meiner Meinung nach auch tatsächlich Unschuldige abgeschlachtet, aber ja gut, ne, das ist der Aufhänger war klar. Und das Konzept war immer wieder gleich. Alle kämpfen gegen Jason, es gibt halt immer irgendwie ein Mädel, was am Ende dann überlebt und er wieder in seine Schranken verwiesen wird und am nächsten Teil kommt er halt wieder und das Spiel geht vorne los. Und bei diesem Teil, deswegen heißt er auch Manhattan, obwohl das der geringste Anteil eigentlich in diesem Film ist, ist es halt mal so, dass es nicht in einem Camp spielt, sondern eine Gruppe von Kids, die natürlich auch nur an Sex, Drogen, Rock'n'Roll sozusagen denken, chartern ein Schiff, mit dem sie so eine Art, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war so irgendwie so Schulabschluss oder sowas, wollen die so eine Reise machen und das Schiff, was sie chartert, ich weiß gar nicht, wer sich das gedacht hat, sieht eher aus wie so ein Öltanker oder sowas, oder irgend so ein altes, runtergekommenes Frachtschiff und auf dem fahren sie halt vom Crystal Lake irgendwie raus, dieser Crystal Lake hat offensichtlich Zugang zum Meer. Und dabei ziehen sie Jason, der im Teil davor in diesem See ertränkt wurde, ziehen sie ihn halt mit. Und ja, dann kann er natürlich erstmal im Boot, das ist ja auch das Schöne, keiner kann fliehen, kann er dann erstmal super durchgehen und alles niedermetzeln, was in Reichweite seiner Machete kommt. Und sie landen dann halt in Manhattan, und also in New York und hoffen halt, dass sie darüber in Sicherheit sind, aber Jason ist ihnen weiterhin auf den Fersen und auch in New York selbst, also er metzelt er dann noch New Yorker sozusagen hin und das Ganze ist, ich weiß nicht,
ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die Filme damals ernst gemeint waren. Ob das wirklich als ernst gemeinter Horrorfilm war oder ob man auch gesagt hat, ja komm, da ist einfach Fun dabei. Wir wollen einfach nur zeigen, wie kreativ wir Leute umbringen können. Ich kann wirklich manchmal diese Filme tatsächlich nicht ernst nehmen. Also deswegen verstehe ich auch immer nicht, dass es in Deutschland mit der Zensur, also ich muss es Zensur nennen, so also Probleme gibt. Weil das kannst du doch nicht ernst nehmen, diese Filme. Ich weiß, vor vielen Jahren, ich glaube vor 20 oder so, wahrscheinlich noch länger, gab es so einen Fall eines kleinen Jungen, ich glaube es war sogar in Deutschland, der eben diese Filme alle gesehen hat, seine Eltern haben ihm das erlaubt und daraufhin irgendwie den Wahn entwickelt hat, dass es Jason wirklich gibt und dann irgendwie seine Großmutter und seine Schwester umgebracht hat. Also muss man mal googeln. Ich bin mir, also da gab es irgendwie mal was und das ist jetzt nicht so eine urbane Legende, da gab es wirklich was, wodurch natürlich dann gleich wieder die Debatten losgehen, was ist mit diesen Filmen, wie können wir unsere Kinder dann noch besser vorschützen und so. Ne? Ich denke immer, ja, das sind ja Filme für Erwachsene, also zeigt doch einfach euren Kindern diese Filme nicht. Das ist der Sinn der Altersfreigabe. Ne? Aber das ist auch wieder eine andere Debatte, da könnte ich auch wieder Stunden drüber reden. Jedenfalls, also ich kann diese Filme überhaupt nicht ernst nehmen. Ne? Es ist einfach, ich finde das einfach so witzig, das zu sehen. Ja? Es mag ekelig sein manchmal, die überlegen sich ja wirklich was und man denkt, wie krank kann man sein, sich sowas zu überlegen. Aber wenn ich mir das angucke, dann, ja, ich kann darüber echt irgendwie nur lachen. Ne? Also ich gucke die tatsächlich zur Unterhaltung und nicht, um mich dran aufzugeilen. Das kann man jetzt natürlich sehen, wie man will. Oder weiß ich nicht, also gruseln tut es mich auch nicht. Sicherlich, es gibt mal so einen kurzen Schockmoment oder so, wo eben irgendwas ins Bild springt. Das ist einfach eine natürliche Reaktion, dass man immer kurz zusammenzuckt. Aber im Großen und Ganzen kann ich das echt nicht ernst nehmen. Ja, Jason Takes Manhattan. Wenn man die Freitag der 13. Ich glaube, jeder, der irgendwie Freitag der 13. in seiner Sammlung hat ja einfach alle Filme. Also das wäre unsinnig, jetzt zu sagen, ja, den 7. fand ich aber nicht gut, den lasse ich jetzt mal außen vor. Und ich habe jetzt 1 bis 6 und 8 und alles, was noch danach kam. Ne? Ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob noch ein Jason-Film jetzt in den übrigen 30 Teilen auftaucht. Ich habe die Liste nicht im Kopf. Ich denke eigentlich nicht, weil als ich so drüber nachgedacht habe, war das wirklich so der, wo ich gesagt habe, ja, da ist es eigentlich jetzt schon ziemlich, ja, ne, so, das ist einfach, naja, keine Ahnung, ich finde die Worte nicht dafür. Ja, das Einzige, was noch interessant ist, dass in diesem Film, jetzt weiß ich allerdings nicht ihren Namen, hat eine damals sehr, sehr junge Darstellerin ihr Filmdebüt, die später auch noch ein paar bekanntere Filme gemacht hat, sehr viel später ein paar bekanntere Filme gemacht hat. Ich komme jetzt aber gerade nicht drauf. Sie hat so einen leicht asiatischen Touch. Also wem es einfällt, sicherlich, wenn ich die Infos zu dem Film nachher noch mit reintippe, wird es mir wieder sagen, ach ja, die war's. Ne? Und aber ja gut, das nur am Rande. So wie in Teil 1 Kevin Bacon halt auftauchte. Der ist ja danach doch schon richtig bekannt geworden. Okay, ja, das wäre es schon wieder gewesen für heute. Wir sehen uns wieder in 3 Tagen. Und bis dahin bleibt mir immer nur zu sagen, ich sage ja zu deutschem Wasser. Und wie versprochen, heute wieder aus einem sauberen Becher. Ciao.